zu Pressekonferenz nach dem Spiel. Das ist auch ein Schwindig, was Einmaliges, dass wir eine Pressekonferenz haben nach dem Spiel. Ich möchte hier vorne auf dem Podium die beiden Trainer begrüßen, die anwesenden Pressevertreter nach unserem WFV-Pokal-Achtelfinale Sportverein Schwendi gegen SSV Ulm. Der Favorit hat sich durchgesetzt, herzlichen Glückwunsch. Was noch zu erwähnen ist, wir haben eine Rekordkulisse zu vermelden, 2900 Zuschauer. Für uns ein tolles Event, ein mega Highlight und da sind wir sehr zufrieden. Das erste Wort nach dem Spiel gebührt dem ersten Trainer, Thomas Bitte. Ja, hallo von meiner Seite. Erstmal sind wir natürlich froh darüber, dass wir auch einen souveränen Muster auf den gelegt haben und hier verdient gewonnen haben. Ich glaube, auf der Höhe war es okay so. Wir wollten in der Runde weiterkommen, das ist uns gelungen. Wir haben uns unheimlich über gefreut, dass wir hier auch einen ganz tollen Rahmen vorgefunden haben. Ja, also Respekt, was ihr da auf die Beine gestellt habt. Super organisiert von vorne bis hinten. Und ich glaube, ein toller Rahmen für beide Teams. Und dass dann hier auch noch so ein wunderschönes Freistoßtor macht, das passt dann ja auch in den Tag total rein. Also habe ich mich etwas darüber aufregen können. In dem Fall habe ich mich selber auch ein bisschen mitgefreut, weil es einfach ein toller Treffer war und ihr das euch absolut verdient habt. Auf den ersten Blick sind, glaube ich, auch alle gesund. Ich glaube, auch bei beiden Teams. Von daher absolut gelungen. In diesem Kurs war jetzt gar nicht können mit der nächsten Runde. Versuchen uns vorzubereiten auf unsere nächste Aufgabe. Und nochmal, ich wünsche natürlich euch, eurem Verein, der Liga, wie überhaupt, alles Gute. Nochmal hat uns wirklich Spaß gemacht, dass wir hier sein durften. Ein toller Rahmen und ja, toi, toi, toi. Vielen Dank. Nun, Sven Biebracher, dein Wort zum Spiel bitte. Ja, zuerst mal Gratulation an die Ulmer zum Erreichen der nächsten Runde und auch vielen Dank für die tollen Worte. Ja. Das ist eine einmalige Sache, was die Gemeinde hier und die Abteilung auf die Beine gestellt hat und das kann das ganze Dorf nur stolz machen. Das, was man heute geleistet hat, war berührend, emotional sehr berührend und tausend Dank an alle Helfer und an alle helfende Hände, die sich da bereit erklärt haben, mitzuhelfen, mitzuwirken für das tolle Event. Zum Spiel. Wie es mein Kollege schon gesagt hat, natürlich war das Ergebnis zu erwarten. Wir haben es eine Viertelstunde lang richtig, richtig gut gemacht. Ja, super verschoben, der Matchplan ist aufgegangen, defensiv kompakt zu stehen. Aber dann ist der 5-Ligen-Unterschied einfach zum Vorschein gekommen. Haben wir alles so erwartet. Und ich mache der Mannschaft auf jeden Fall gar keinen Vorwurf. Die haben es alles super gut gemacht. Wir haben in der zweiten Halbzeit dann meines Erachtens mal 10 Minuten drin gehabt, wo wir 4 Tore bekommen haben. Das hat ein bisschen wehgetan. Aber ansonsten überragend. Und dann noch ein Tor, das steht in alle Vereinsgeschichtsbücher und das ist das, was wir wollten und das wollen wir auch feiern. Sehr gut, vielen Dank.